Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Autoverrückt. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man am Trabant 601 Arbeiten an der Bremsanlage durchführt. Wie man also die Bremstrommel bzw. das ganze Radlager abziehen kann, um an die Bremse zu kommen. Genau. Dazu sei gesagt, ich habe ein 82er Trabi, also ich werde gleich den Abzieher brauchen, da ich eine konische Vorderachse habe. Also als erstes braucht ihr einen 36er Schlüssel für die Zentralmutter. Nehmt dafür wirklich so einen Ringschlüssel. Ich habe euch das Ganze mal verlinkt, den günstigsten Schlüssel, den ich jetzt im Internet gefunden habe. Wie ihr seht, der funktioniert gut. Ja, Maulschlüssel ist nicht zu empfehlen, weil ihr da nicht so wirklich viel Kraft aufwenden könnt und euch die Mutter runddrehen könnt. Wie ihr seht, ihr müsst wirklich den Wagen auf dem Boden stehen lassen. Im aufgebockten Zustand macht das keinen Sinn und genau, richtig ganzen Körpereinsatz zeigen. Passt dabei auf, dass ihr euch den Schlüssel nicht vor den Radlauf haut und dem schönen Trabi Kratzer hinzufügt. Genau, wie ihr seht, jetzt ist die Schraube gelöst. Kann ich die Zentralmutter abdrehen. Dahinter ist natürlich das Sicherungsblech. Das habe ich hier schon entbogen. Das sollte man tatsächlich neu nehmen, weil ja vom Hin- und Herbiegen wird das Ganze natürlich nicht besser. Dann nehmen wir die Radschrauben ab. Hier habe ich auch so ein originales DDR-Werkzeug. Das lag beim Trabi bei, finde ich ganz lustig. Nutze ich ganz gerne. Da steckt man so einen ja, dicken Imbus oder so oder einen dicken Schraubenzieher zwischen und kann dann die Radmuttern lösen. Ja, und dieser Schritt ist jetzt nur nötig, weil ich euch zeigen will, wie man auch die Bremstrommel alleine abnehmen kann, ohne die Radnarbe. Aber grundsätzlich kann man diesen Schritt dann nur nutzen, um kurz in die Bremse reinzuschauen. Viel machen kann man dann nicht. Genau. Wir müssen den Wagen auf jeden Fall aufbocken. Ich nehme dafür immer so einen Rangierwagenheber, stelle dann ein Stück Holz drunter, weil der Trabi doch höher ist als moderne Autos. Genau, dann wird das Ganze aufgebockt. Nichts Besonderes. Wichtig ist, dass ihr dann noch einen Unterstellbock unterstellt, denn Wagenheber alleine ist immer nicht so schön und nehmt da wirklich einen vernünftigen Unterstellbock. Es gibt ja teilweise gibt es ja diese Unterstellböcke richtig günstig, das sind dann so richtig klapprige Dinger. Also ich würde da schon ein bisschen bessere Qualität empfehlen. Kann ich euch vielleicht auch mal verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Genau. Ja, nun nehmen wir das Rad dann einmal ab. Wie gesagt, dieser Schritt ist nur nötig, wenn wir einmal einfach die Bremstrommel entfernen wollen, ohne die Radnarbe zu entfernen. Das kann man zum Beispiel machen, wenn man einfach mal gucken will, ob zum Beispiel ein Radbremszylinder undicht ist oder ob die Beläge abgefahren sind. Dann braucht man nämlich nicht die ganze Radnarbe jedes Mal entfernen. Aber wenn ihr wirklich arbeiten wollt an der Bremse und ja, Bremsbeläge, Radbremszylinder oder so erneuern wollt, dann müsst ihr die Radnarbe wirklich mit abziehen, sonst kommt ihr da nicht bei. Das zeige ich euch natürlich gleich auch. Jo, um jetzt die Bremstrommel von der Radnarbe zu trennen, nehmt ihr einen dicken Schlitzschraubenzieher oder eventuell irgendeinen Meißel oder so. Die Schrauben sind meistens relativ schwergängig. Ihr könnt vielleicht vorher Rostlöser draufsprühen. Nehmt vorsichtig einen Hammer, gebt dem Schraubenzieher ein paar Stöße, dann sollte sich die Schraube lösen. Ansonsten im Worst Case müsst ihr das Ganze einfach ausbohren. Aber bei mir hat sich das bisher an allen Bremsen immer so lösen lassen. Genau, dreht die Schraube raus. Und dann könnte man jetzt auch die Trommel entfernen. Dann würdet ihr jetzt mit dem Schraubenzieher versuchen, vorsichtig die Trommel abzuheben. Ich mache das jetzt nicht. Ich setze jetzt den Reifen wieder drauf, beziehungsweise das Rad. Denn ich möchte jetzt tatsächlich einmal komplett die Radnarbe abziehen. Oft sind auch die Bremstrommeln relativ festgegammelt, dass ihr sowieso die Radnarbe abziehen müsst. Ich wollte euch nur mal kurz diesen Schritt zeigen, dass das möglich ist. Genau. Also ich sprühe jetzt etwas Rostlöser direkt auf die Radnarbe, weil das Ganze wirklich ein relativ schwergängiger Angelegenheit ist. Genau. Das schadet nicht. Sprüht da ruhig erstmal ein bisschen drauf. Genau, jetzt versuche ich einmal die komplette Radnarbe abzuziehen. Dafür brauche ich diesen Radnarbenabzieher.
Ich glaube, bis Baujahr 84 braucht ihr den Abzieher. Da gibt es auch zwei verschiedene Versionen. Ich würde den kleinen nehmen, da er wirklich direkt auf die Radnabe greift und nicht auf die Bremstrommel. Ist vielleicht ein bisschen schöner so. Genau. Das Ganze wird einmal in die Einkerbung der konischen Vorderachse eingesetzt. Kommt diese Sicherungshülse drüber. Und das Ganze sitzt wirklich super fest. Also, ja, das ist wirklich schon eine tolle Erfindung. Und ich habe es erst ohne versucht, aber. Ja, das hat wirklich nicht geklappt. Ich habe es mit einem Gummihammer versucht. Ich habe da wirklich eine halbe Stunde an diesem Rad dran rumgerupft und da hat sich wirklich nichts bewegt. Also bei den alten Trabis braucht ihr wirklich diesen Abzieher. Genau. Abzieher angesetzt. Ist auch wieder 36er Mutter. Könnt ihr wieder euren 36er Schlüssel nehmen und dann wird das Ganze, ja, festgedreht, dass die Radnabe quasi abgedrückt wird. Auch hier muss wieder wirklich sehr viel Kraft aufgewendet werden. Ja, je nachdem, wie lange das Radlager schon auf der Achse sitzt, ja, ist das Ganze auch schon ein bisschen festgegammelt und ja, da ist wirklich, wirklich einiges an Kraft nötig. Ihr seht, ich zeige wieder ganzen Körpereinsatz. Genau. Aber irgendwann gibt das Ganze nach und ihr könnt ja, die Radnabe samt Bremstrommel einfach abziehen. Ja, genau, wie man jetzt sieht, hat es einen Ruck gegeben und die Radnabe ist lose. Dann können wir den Abzieher wieder entfernen und können ja im Endeffekt das Rad samt Radlager abnehmen. Wichtig ist es, ich habe dabei den Wagenheber immer schon ein bisschen angesetzt, aber genau, das Auto muss halt noch Kontakt zum Boden haben, dass man mehr Kraft aufwenden kann und dann pumpt ihr das Auto einfach wieder hoch, stellt euren Unterstellbock runter und ja, entnehmt das Rad und ja, nun könnt ihr schon an der Bremse arbeiten. Ja, den Bremsentausch an sich habe ich jetzt nicht gefilmt. Ich zeige euch hier einmal die Bremse. Bei mir ist es der Fall gewesen, dass ich glaube, zwei von vier Radbremszylindern an der Vorderachse undicht waren. Und ja, somit habe ich die getauscht, die Bremsbeläge getauscht, das Ganze ordentlich sauber gemacht. Ihr solltet beim Einbau der neuen Radbremszylinder wirklich darauf achten, dass ihr Radbremszylinderfett gibt es von ATE, verlinke ich euch auch mal. Ja, benutzt, damit die Bremszylinder nicht wieder über den Winter oder so festgammeln. Und ansonsten schaut einfach ins Handbuch, ins Wie helfe ich mir selbst oder so. Oder auch im Internet gibt es auch eine Anleitung, kann ich euch auch mal verlinken. Genau, das Ganze ist kein Hexenwerk, aber wenn ihr ja noch nie mit irgendwie sowas zu tun hattet, dann ja, holt euch irgendwie Hilfe oder so. Aber an sich, wenn ihr die Radnabe einmal abhabt, ist es eigentlich eine ganz normale Trommelbremse und ja, sollte machbar sein. Also ihr müsst im Endeffekt die zwei Sicherungsbolzen einmal entfernen, dann könnt ihr die Klammern aushängen und die Bremsbacken rausnehmen und dann könnt ihr die Radbremszylinder abschrauben. Ja, das ist es eigentlich schon. Genau, ich hoffe, das Video war irgendwie hilfreich. In dem Sinne, bis zum nächsten Video bei Autoverrückt. Ciao.